Was geht den Künstler die Kunstgeschichte an? Es ist nötig geworden zu sagen, dass er ihr nicht unterworfen ist, sondern sie macht. Der Künstler ist nicht das Produkt der Kunstgeschichte, sondern umgekehrt. Die Kunstgeschichte ist das Produkt des Künstlers. Das ist so, trotz aller Emanzipation der Kunstgeschichte zu Reinheit und zu exakter Wissenschaft. Was sieht der Künstler, wenn er die Augen aufschlägt? Er sieht das Leben. Was sieht der Kunstgeschichtler, wenn er die Augen aufschlägt? Er sieht die Kunst. Warum sieht auch er nicht das Leben wie der Künstler, wenn er die Augen aufschlägt? Keine Ahnung, vielleicht unterscheidet er sich. Der Kunstgeschichtler aber glaubt vom Künstler, der sähe, wenn er die Augen aufschlägt, auch die Kunst. Das ist sein Irrtum. Er, der Kunstgeschichtler, erklärt nämlich erst das, was der Künstler sieht, zur Kunst und sieht nichts anderes mehr. Der Künstler aber sieht das Leben und die Kunst, die der Kunstgeschichtler sieht, ist des Künstlers Abfall. Daraus wird eine Ordnung gemacht, sortiert, Entwicklungen erkannt, Kunstgeschichte eben. Der Kunstgeschichtler denkt nun, fatalerweise, er könnte wissen, wie die Entwicklung läuft, denn eins folgt aus dem anderen, meint er. So hat er sich das zurechtgelegt. Der Kunstgeschichtler meint nun, dem Künstler sagen zu können, wie seine Kunst auszusehen müsse, zumindest wie sie auf keinen Fall aussehen dürfe, und besteht darauf, dass der Künstler seine Produkte in die Reihe der Entwicklung stellt, die der Kunstgeschichtler in der Kunstgeschichte erkannt hat. Diese frivole Idee der Bevormundung kann er nur haben, weil er denkt, der Künstler sähe beim Aufschlagen seiner Augen die Kunst. Aber der Künstler, der die Augen aufschlägt, sieht das Leben. Das war aus den 7 Pamphleten zur Abschaffung des Begriffes Kunst von Johannes Grützke. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu meinem zweiten Livestream aus meiner Bibliothek. Und heute Abend geht es um meinen ehemaligen Professor, den Johannes Grützke. Ich muss mal kurz schauen, ob alles passt. Schaut ganz gut aus. Super. Ja. Ich versuche heute ein bisschen Tempo rauszunehmen und natürlich auch ein bisschen aus den vorhergegangenen Stream zu lernen. Und ich habe den Stream jetzt, besser gesagt, diesen heutigen Abend damit gestaltet, dass es um meinen ehemaligen Professor geht, bei dem ich von 1992 bis 1998 in Nürnberg Malerei studiert habe. Wie schon das letzte Mal bei Frank Auerbach ist es so, dass ich etwas Biografisches dann erzählen werde. Das heißt, stichpunktartig habe ich seine Biografie einfach mal zusammengeschrieben, die man natürlich auch immer nachlesen kann. Und damit haben wir das Ganze natürlich auch ein bisschen aus dem Weg. Johannes Grützke ist 1937 in Berlin geboren. Von 57 bis 64 hat er an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin bei Hans Orlowski und Peter Jansen studiert. Und eine Sache, die auch immer wieder erwähnt wird bei ihm, ist, dass er auch einen Sommer in Salzburg bei der Schule des Sehens von Oskar Kokoschka war, der die da zu dem Zeitpunkt auch frisch gegründet hatte. 1965 gründet er mit Wolfgang Gräfe und Tilman Lehnert die Erlebnisgeiger. Da werde ich dann auch noch zum Sprechen drauf kommen. Das heißt, eben auch diese ganzen biografischen Punkte werde ich zum Teil dann auch illustrieren heute Abend. 1973 gründet er mit Manfred Blut, Matthias Köppel und Karl-Heinz Ziegler die Schule der Neuen Prächtigkeit. 1988, also 80 bis 88, arbeitet er mit Peter Zadek zusammen, einen Regisseur, mit dem er dann einige Bühnenbilder realisiert. Unter anderem war es dann auch so, dass er dann in Wien, oder besser glaube ich, das Gastspiel ist dann aus Berlin gekommen und ist dann aber auch in Wien gewesen, und er hat auch am Burgtheater dann Bühnenbilder gemacht. 1991 hat er vorher die Ausschreibung gewonnen, wo er ein großes Rundbild in Frankfurt, in der Frankfurter Paulskirche, dem Sitz des ersten deutschen Parlaments, macht. Und dieses Bild ist 3,30 Meter auf 33 Meter. Es ist ein Rundbild. Es ist auch jederzeit zu sehen. Und das ist der Zug der Volksvertreter. Den werde ich euch dann auch noch zeigen. Wie schon erwähnt, 1992 hat er dann in Nürnberg die Professur übernommen, die er dann bis 2002 inne gehabt hat. 2011 ist dann die Retrospektive gewesen, eine große Retrospektive im Germanischen Nationalmuseum, wo ich dann auch hauptsächlich dann euch Bilder davon zeigen werde. Und 2017 stirbt er 79-jährig in Berlin. Das wäre jetzt
so die Eckdaten und es ist so, dass ich euch anhand von den Katalogen einiges zeigen möchte und auch andererseits auch auf bestimmte Dinge eingehen, wie auch nette Anekdoten, die ich mit ihm erlebt habe, weil es war so gewesen, und da muss ich jetzt gleich anfangs mal ein bisschen über mich sprechen, da war das so, dass ich, nachdem ich Grafikdesign studiert hatte, war dann die Überlegung, dass ich dann Malerei studieren möchte. Und da war es schon mal so, dass Wien immer auf meinem Radar gewesen ist. Und ich habe mich dann auch in Wien beworben. Und zu der gleichen Zeit war war es irgendwie unterschwellig, dass er eine Professur in, der Johannes Grützke, eine Professur in Nürnberg übernehmen sollte. Es war in dem Fall nur Gerüchte. Und bei mir war es so, dass der Johannes Grützke von dem Zeitpunkt Mitte der 80er Jahre einer meiner großen Helden gewesen ist. Oder in dem Fall immer noch ist. Und da war es so, dass ich seine Arbeit schon verfolgt habe und die Möglichkeit, dass ich bei ihm studieren könnte, war natürlich total toll. Und Wien war es dann auch so, dass ich dann nicht an der Akademie genommen wurde, an der Wiener Akademie am Schillerplatz. Und es war dann tatsächlich so, es hat sich herausgestellt, dass er dann die Professur 2002 übernommen hat. Ich habe mich dann beworben und bin dann akzeptiert worden. Und das war für mich und meine Arbeit tatsächlich auch das Beste, was mal passieren hat können, weil Grützke war er war für mich natürlich ein hervorragender Maler und es hat sich dann herausgestellt in der persönlichen Begegnung, dass er einfach auch ein hervorragender oder ein herausragender Mensch war. Er war jemand, der, und das sind so Sachen, die total wichtig mir auch jetzt erscheinen, als allererstes war er sehr integer, er hat Vorbildfunktion gehabt und er hat auch das gelebt, was er gepredigt hat, also. Und eine andere Sache war auch noch die, dass er uns nie gebremst hat und eher eigentlich angefeuert hat. Also das heißt, lieber mit fliehenden Fahnen untergehen und auf die Kacke hauen, dass es spritzt, aber Erfahrungen machen. Und das war etwas, was ich total hervorragend gefunden habe. Eine andere Sache war auch während des Studiums, dass es so war, dass er den ganzen Hochschulbetrieb uns untergeordnet hat. Also das heißt, wir haben oberste Priorität gehabt. Also wenn jemand sich für Malerei interessiert hat, dann waren wir Studenten wichtiger als jetzt dann die Hochschule und irgendwelche Sitzungen. Also das heißt, es war dann so, er hat sich dann auch sehr um uns gekümmert, hat sich sehr bemüht. Und wenn er dann eben in Nürnberg war, war es dann so, dass er präsent war und sich dann auch unsere Sachen angeschaut hat. Und so war es auch so, und das werde ich euch jetzt dann gleich mal zeigen. Wir haben hier zwei Kataloge habe ich jetzt hier und der eine hier, den ich hier jetzt liegen habe, der ist von 2000, also der Verlag ist 2001 und es war der erste Grützke-Katalog, den ich bekommen habe. Und da war es auch so, man sieht es dann auch, hier habe ich es reingeschrieben, Nürnberg, 6.7.1988, lange gesucht und endlich gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Und da war es eben so, dass der Katalog, also ich habe ihn zwar 88 gekauft, der Katalog ist aber, wie man sieht, mit Werken von 1964 bis 79. Und zu dem Zeitpunkt ist es eben so, dass ein Großteil der Reproduktionen schwarz-weiß waren. Also das seht ihr dann auch. Es ist aber auch so, dass gute Texte drin waren, eben auch Texte, die er selber verfasst hat. Das waren dann eben auch Zustandsbilder, wo er an großen Bildern gearbeitet hat. Man hat dann eben hier dann das Pastell und dann das fertige Bild. Und auf jeden Fall war es so, dass das der erste Katalog war, den ich mit eifrig studiert habe. Und in dem Katalog sind dann eben auch zum Teil seine Reden und seine Theaterstücke drin. Und das ist auch so eine Sache, die bei ihm so hervorragend ist, da er als Künstler, das ist wahrscheinlich so, dass alle seine Studenten das sagen werden oder auch alle Leute, die ihn gekannt haben als Künstler, war er einfach auch jemand, der kolossal unterschätzt ist. Und das ist natürlich schade, weil er ist, und das zeigt ja auch dieser Katalog der Retrospektive ganz gut, er ist in dem Fall Maler, Zeichner, Grafiker, Bildhauer, Erlebnisgeiger, Schriftsteller, Dichter, Schauspieler, Lehrer und Redner.
Und das hat er bei uns eigentlich immer alles zum Besten gegeben. Das heißt, er hat immer am Anfang des Semesters hat er dann eine Rede gehalten. Und da war es dann so, dass er diese Rede dann so gemacht hat, dass er uns natürlich immer Erbauliches zum Anfang des Jahres dann mitgegeben hat. Hier sind wir schon mal bei einer Sache, die beim Grützke ziemlich wichtig ist. Das ist das Selbstporträt. Und da ist es eben so, dass die Sache mit dem Selbstporträt dann so ist, dass er das natürlich unterschiedlich definiert. Hier haben wir es wirklich so, dass er die Bilder auch selbst nennt. Es ist aber so, dass in den anderen Bildern, auch in den Historienbildern, die er dann macht, es so ist, dass er stellvertretend steht. Und seine persönlichen Erfahrungen fließen dann in diese Figurationen ein. Und somit ist er aber dann auch nicht nur Johannes Grützke, sondern eben der Mensch oder die Menschheit. Und da ist es so, dass hier die Bilder jetzt von 88, das ist von 88, das ist von 95 und das ist von 2002. Und das ist ganz schön zu sehen jetzt auch so im Vergleich. Es gibt eben auch, ich weiß gar nicht, ob das hier zu sehen ist, ja genau. Das ist auch so die Chronologie der Entwicklung seiner Technik ist hier auch ganz gut zu sehen. Das heißt, hier 55 eben als junger Mensch hat er relativ expressiv und das ist auch so diese Art von deutschen, ja, expressiver Gegenständlichkeit, die in Berlin auch zu der Zeit dann betrieben wurde. In den 70er Jahren war es so, dass er auch eine altmeisterliche Technik gehabt hat, indem er seine Leinwände getönt hat, mit Weißuntermalung gearbeitet hat und dann mit Lasuren drauf gearbeitet hat. Und da sind die Bilder sehr silhouettenhaft und aber auch dann sehr stark vertrieben und die Übergänge sind sehr fein vermalt. Man sieht nicht unbedingt den Pinselduktus. Das verändert sich dann in den 80er Jahren. Da fängt es dann schon an, dass der Strich und der Duktus immer stärker wird. Und das ist ein Porträt, das ich besonders eindrucksvoll finde. Und hier ist es so, dass er dann schon irgendwie Gas gibt. Und das Erstaunliche war dann auch so, dass er da solche Bilder in 0, nix gemalt hat. Man sieht auch die Geschwindigkeit, mit der dieses Bild gemalt ist. Und da war es dann auch so, dass ich immer wieder mal in Berlin war und ihn dann auch getroffen habe. Und während wir dann abends dann essen und trinken waren und ich eigentlich relativ gelähmt ins Bett gefallen bin, war er dann wieder, ich weiß nicht, wie gelähmt er ins Bett gefallen ist, aber er war dann um 10 Uhr an der Staffelei, während ich immer noch gelähmt war am nächsten Morgen. Und hier sind die ersten Bilder, die ich von ihm kennengelernt habe, mit die Bilder aus den 70er Jahren. Also das ist von 69 und das hier ist aus 1970. Und was er macht, und das ist natürlich das eine Sache, die werdet ihr jetzt auch dann sehen, dass er eben sich als Modell verwendet. Und er sagt eben auch, dass natürlich er als Modell immer verfügbar ist. Also das heißt, er nimmt sich jetzt nicht deswegen, weil er so selbstverliebt ist, sondern weil er einfach diesen Zugriff auf sich hat als Modell. Und da kommt es natürlich dann auch zu Bildern, wo er zum Teil einfach auch die weiblichen Figuren nach seiner Figur malt und die Frauen dann ein bisschen, ein bisschen Michelangelesque aussehen. Also sehr männlich, würde ich jetzt mal einfach mal so sagen. Und was er da macht, das sieht man dann natürlich auch schon in den Texten. Dieses Bild hier heißt, verbindet das Äußere mit dem Inneren. Und da ist es eben so, dass diese Figur auf dem Sessel gerade dabei ist, aufzustehen und uns Platz zu machen. Also ob er uns den Platz anbietet. Das heißt, wir, das Äußere, sollten in das Bild eintreten. Da ist es eben so, dass er auch dann, das war das, was ich gemeint habe, dass er auch Bildhauer ist. Er hat hier diese Tonskulpturen gemacht, diese Tonköpfe, wo er auch sich selber als Modell genommen hat. Und diese Bilder, die er hier macht, die sind so, dass das immer so große Figurationen sind. Und das Verrückte, oder das, was ich besonders beeindruckend finde, das ist als allererstes natürlich auch, wenn man die Bilder in echt sieht, ist es so, dass dieses Bild ungefähr 1,80 auf 2,30 Meter oder so ist. Also das ist einfach so, dass diese Figuren zum Teil monumental sind. Das heißt, diese Hände und die Köpfe sind überlebensgroß. Und man kann das wahrscheinlich in der Reproduktion und natürlich bei euch auch im Bild nicht so hundertprozentig gut sehen, wahrscheinlich. Das ist so, dass diese Figuren, die sich gegenseitig erstechen, dann auch noch beschrieben sind. Also hier haben wir die Authentizität, die hier auf dem Bett liegt, die wird erstochen von der Realität. Und die Realität wird wiederum erstochen von der Idealität.
Und die Idealität wird erstochen von der Demut. Und das Tolle daran ist, dass er hergeht und illustriert vielleicht auch eine philosophische Sichtweise anhand von Gegenständlichkeit. Man muss aber auch dazu sagen, dass er da mit in den 70er Jahren schon angefangen hat, also Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, wo in den 70er Jahren der Fluxus gut unterwegs war. Und da war es eben so, dass natürlich diese Art von Malerei absolut gegen den Strom war. Und da hat man das dann auch manchmal in den Gesprächen rausgemerkt, dass er grundsätzlich ein sehr humoriger Mensch war, der auch immer sehr, 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 ja, sehr unterhaltsam und spaßig war. Es war dann aber so, dass ich ihn dann auch erlebt habe, wo ich dann schon auch gemerkt habe, dass es so Sachen gegeben hat, die nicht unbedingt leicht waren. Und da war es auch so, dass er dann auch einmal jetzt in einem Interview, in einem Video-Interview gesagt hat, er hat keine guten Kritiken gekriegt. Also er wurde zum Beispiel dann auch von den Zeitschriften als Schweißfuß-Tintoretto bezeichnet. Also das ist natürlich irgendwie auch eine sehr charmante Bezeichnung. Hier ist es so, es ist wieder so, dass in dem Bild die drei Protagonisten dann so uns freundlich aus dem Bild anlachen und Kontakt mit uns aufnehmen. Und der Titel des Bildes heißt, komm, setz dich zu uns. Diese Aufforderung dieses einen Mannes, der dann die Hand schon ausstreckt, ist natürlich so, dass er direkt Bezug nimmt auf mit uns als Betrachter. Hier ist es zum Beispiel so, und das ist auch wahrscheinlich eins seiner Werke, die besonders maßgeblich sind für das, was er macht. Das heißt Monument der Tröstungen. Er spielt mit dem männlichen Rollenbild, was auch so eine Sache ist, dass so dieses Gefühl zeigen und natürlich Schwäche oder Traurigkeit und sich dann auch noch trösten, das monumentalisiert er. Dieses Bild ist auch wieder ziemlich groß. Das ist, glaube ich, 1,80, 1,80 oder also auf jeden Fall in der Größe ist es so. Und da ist es so, dass diese vier Männer sich gegenseitig trösten und sie sind, wie man hier sieht, durch so eine Museumskordel abgetrennt. Und das ist natürlich so, dass er Gesten und Haltungen in seine Bilder bringt, aber dann teilweise absurder zeigt oder auch aus dem Kontext reißt, damit wir nicht unbedingt eine einfache Erklärung für diese Sache haben. Und das finde ich eine Sache, die mich besonders beeindruckt, dass diese Figurationen nicht so einfach lesbar sind. In dem Sinne, dass ich mir einfach nicht hundertprozentig erklären kann, was da passiert. Durch die Absurdität und auch durch den Humor. Das ist so eine Sache. Hier haben wir natürlich eine Sache, ich habe mich auf diesen Stream vorbereitet, indem ich auch ein Videoporträt angeschaut habe. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Wie ihr hier seht, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, für Nützel von Grützke. Da bin ich natürlich ziemlich stolz, dass er mir das dann gewidmet hat. Und in dem Videoporträt spricht er auch darüber, dass diese persönlichen Erlebnisse, die ihm passieren, und in dem Fall war das so, dieses Bild heißt die Darstellung der Freiheit. Und es war so, dass er dann in dem Künstlergespräch im Germanischen Nationalmuseum, wo dieser Katalog auch her ist, ist es so, dass er dann sich von seiner Frau getrennt hat und die Dame auf dem Bild ist ist die Nachfolgerin seiner Frau gewesen. Und er hat auch noch kühnerweise dann ihr die Schuhe seiner Frau angezogen. Was natürlich auch ein bisschen ungeschickt war, dass seine Frau dann irgendwann ins Atelier gekommen ist und hat dann dieses Bild gesehen mit der Geliebten und eigentlich ihren Schuhen, worauf sie natürlich etwas unwirsch reagiert hat. Es ist aber so, dass er hier in dem Bild einen Bezug schafft zu dem Bild Die Freiheit auf den Barrikaden von Eugène Delacroix. Und da ist es so, dass er hergeht und bringt diese Szenerie zwar in die Landschaft durch die Bäume, jedoch hat er hier so ein gezimmertes Podest, auf dem die jetzt nach oben steigen, die beiden. Oder die in dem Fall ist es so, dass es sogar noch mehr Leute sind, weil wir haben jetzt hier die Freiheit, die nackte Freiheit. Und da ist es auch wieder so, dass er die Figur, die Frau an sich, als allegorische Figur nimmt, die jetzt hier mit ihrer Handtasche dann ihre Sachen verliert. Dann haben wir hier die Männer, die ihr folgen, und da ist auch noch einer. Also man kann davon ausgehen, dass jetzt der den Arm da rausstreckt, auch noch dann jemanden an der Hand hat. Und hier ist auch so ein Werk, das ziemlich
bekannt ist und auch dem und den Titel trägt: Unser Fortschritt ist unaufhörlich. Hier haben wir auch wieder sowas, wo wir nicht uns hundertprozentig erklären können, was da vorgeht, außer dass halt zwei erwachsene Männer sich ziemlich kindisch aufführen. Und der Titel uns dann dahin bringt, okay, ist das jetzt wirklich ein Fortschritt, was die da jetzt machen? Also das heißt, die Deutungsweisen und das, wie wir das lesen können, ist natürlich super. Also das ist so, wo wir konkrete, oder vielleicht auch durch diese konkrete Malerei, also dieses konkrete Darstellen von Figuren, von Menschen, ist es so, dass er uns dann eine Figuration gibt, die uns aber nicht, oder wo er immer in dem Fall auch uns keine Erklärungsversuche liefert. Und das Tolle daran ist auch, dass das dann offen bleibt für unsere Interpretation und er auch sagt, dass die Malerei an sich eine Sprache ist und somit ist es das Verbalisieren oder das Drüberschreiben auch immer begrenzt. Hier haben wir es auch so, da kann man ganz gut sehen, dass er wieder sich als Modell genommen hat. Damals war es noch so, dass er diese schwarze Hose mit dem weißen Hemd immer anhatte. Wir werden dann später sehen, dass er dann immer auftaucht, dass er dann irgendwann nochmal die schwarze Hose in eine weiße austauscht. Und das war wie so eine Uniform, die er immer wieder getragen hat. Die habe ich euch auch ausgesucht, weil ich die besonders unterhaltsam finde, diese Bilder. Nämlich hier bei den fünf nackten Männern malt er diese fünf nackten Männer und auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung mit männlichen Modellen ist es so, dass Frauen doch einfach eine größere Selbstverständlichkeit haben, nackt zu sein als Modell, weil Frauen dann weniger verlegen sind und mit ihrem Körper doch eher in Einklang sind. Einklang ist vielleicht ein bisschen kühn gesagt, aber in dem Fall mehr Körperbewusstsein haben. Lassen wir es mal dahin so formuliert haben. Wohingegen der Mann, wenn er keine Attribute hat oder wenn er sein Auto nicht hat oder seine Kleidung, und wir sehen das jetzt natürlich hier an dieser Figur, der dann zum Glück seine Uhr am Handgelenk hat und dann noch an der Uhr rumdrehen kann und hier diese Verlegenheitspose hat. Der andere kratzt sich so verlegen hier an der Seite, der andere macht eine ziemlich eigenartige Grimasse hier und der letzte oder der hintere kratzt sich da am Kopf. Hier haben wir dann ein Bild, das heißt die Befreiung der Frau durch die Frau, dargestellt durch Vera Lier. Es ist so, dass er ein Modell seiner nimmt und sie wieder dreimal in das Bild bringt und dass sie sich selber befreit. Und das ist in dem Fall das Bild von 1972. Und man sieht jetzt auch das, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, dass diese Malerei ist relativ glatt. Er hat dann auch diese Bilder dann sehr gut geplant und das zeige ich euch dann noch später, dass er viele Zeichnungen, Skizzen davor gemacht hat, Konzeptionsskizzen, Pastelle manchmal, die Figuration dann vorausklären und da ist es eben so, dass die jetzt in den 70er Jahren so gemalt sind, relativ flach auch zum Teil. Also das ist auch vom Farbauftrag, wie aber auch von den Formen und auch vom Hell-Dunkel. Er ist auch dann ein Porträtist, also da kann ich jetzt mal kurz, das hier sind Porträts aus den 70er Jahren. Da haben wir jetzt, man kann sie wirklich nicht so hundertprozentig gut erkennen, das ist der Westerwelle, das ist die Merkel und das ist der Steinmeier. Und ich glaube, das ist irgendeine Grünen-Politikerin, das sind die Spitzenkandidaten 2009. Aber die Deutschen unter uns könnten jenen Herrn hier erkennen, das ist der Richard von Weizsäcker. Und da war das ganz lustig, da gibt es auch es ist so, dass es da eine gute Anekdote gibt, weil er hat mir dann erzählt, dass er den Weizsäcker dann x-mal gemalt hat. Man sieht dann, es gibt mehrere Versionen und es war dann auch so, dass seine Frau, also die Frau Weizsäcker, immer sehr unzufrieden war mit diesen Versionen, was man natürlich dann so auch sehen kann, dass es nicht unbedingt schmeichelhaft ist, wie er Leute dann darstellt. Und das ist natürlich dann so eine Sache, dass man natürlich dann im Nachhinein, wenn die Bilder im Katalog sind, nimmer so gut sehen kann oder besser gesagt mitkriegt, dass tatsächlich natürlich die Leute oft nicht unbedingt immer glücklich mit den Abbildwaren, das dann hergestellt wurde. Gerade eben, das ist der Schröder. Und er war natürlich, hier haben wir zum Beispiel einen berühmten Österreicher, den Ernst Jandl aus dem Jahr 2000. Und das sind jetzt auch zwei Pastelle, die er gemacht hat. Da komme ich dann auch noch auf diese Sachen zu sprechen, dass er viel in Pastell gearbeitet hat. So, ich mache jetzt mal Tempo. Weil hier ist es so, da ist es ein bisschen schwierig, das natürlich zu zeigen, weil wir haben hier, der Katalog, der ist jetzt auch so, ich muss es mal in zwei Teilen machen,
denn sonst würde das jetzt auch gar nicht auf den Bildschirm gehen oder besser gesagt hier in das Bild rein. Wir haben hier den Zug der Volksvertreter. Das ist ein 14-teiliger Bilderzyklus für die Paulskirche Frankfurt-Main 1989 bis 1991. Und das geht auf der anderen Seite noch weiter. Ich sehe gerade auch im Chat, dass gefragt wurde, ob das Ölbilder sind. Ja, ich kann das natürlich dazu sagen. Grundsätzlich ist es so, dass die Gemälde in Öl gemalt sind. Und dann, wenn da noch andere Techniken kommen, dann zeige ich euch das natürlich. Das ist hier ein Katalog von der Galerie Brock. Brock steht aus Hamburg. Und jetzt ist es so, dass er die Volksvertreter so gemacht hat, dass die entlang marschieren. Und dieses Bild ist um den Sitzungssaal an der Außenwand. Und er hat dann diese Volksvertreter. Und das sind dann die unterschiedlichen Leute, die in sein Atelier gekommen sind, die er dann porträtiert hat. Und dieser Zug der Volksvertreter wird immer wieder unterbrochen dann von verschiedenen Sachen. Das ist, die Mutter gibt Geburt. Das heißt, hier haben wir dann zwei Schafschere, die in dem Fall natürlich auf die Natur greifen. Hier haben wir den Grützke, da ist es so, dass zwei Kinder sich prügeln. Da ist dann die Kaiserkrone. Hier haben wir so Tierzucht. Und hier haben wir den Bauern, Landwirtschaft. Und hier haben wir den Schmied. Also das heißt, das wären eigentlich die Leute, die durch die Volksvertreter vertreten werden. Ja, und dieses Bild eben, wie schon erwähnt, ist 3,30 Meter auf 33 Meter und da war es so, dass er halt einfach auch ziemlich lange dran gearbeitet hat. Das ist auch so. Ich mache gleich weiter, wir machen jetzt einfach mal ein gutes Tempo. Das ist auch einer der Kataloge, die ich sogar als allererstes gekriegt habe von 1986. Und das ist so, dass die Berliner Nationalgalerie dann eine Schenkung bekommen hat vom Grützke, wo er seine Skizzenbücher der Nationalgalerie gegeben hat. Und diese Skizzenbücher, muss man dazu sagen, dass die jetzt nicht in dem Sinne immer Bücher waren, sondern es sind zum Teil in diesem Katalog sind es nur klitzekleine Skizzenblöcke. Manchmal sind die einfach nicht einmal A5. Die sind teilweise noch viel kleiner. Und da ist es so, dass man dann zu den verschiedenen Bildern, also hier hätten wir jetzt zum Beispiel dieses Bild, das ihr schon gesehen habt, nämlich kommt letztlich zu uns. Und hier haben wir dann die Skizzen dazu. Was natürlich auch schön zu sehen ist, und das ist schon ein Juwel, wenn man das hat, nämlich, dass er sagt, glaube ich, in irgendeinem Buch oder steht irgendwo drauf, dass Malerei Denken ist. Für mich ist es aber eher Zeichnung ist Denken. Und man sieht ihn hier denken, wie er dann zu dieser Konzeption kommt. Hier in dem Bild ist es alles fertig. Es ist übereinander gelagert und alles die Konzeption richtig. Hier ist es aber so, dass er rumprobiert und schaut, wie sitzen die zueinander. Und man kann hier auch an den Blättern sehen, wie er diese Zeichnungen dann wahrscheinlich neben dem Bild liegen hatte, weil hier Ölfarbspritzer sind, die dann als wunderbare Fettflecken sich fortgesetzt haben. Hier ist nochmal dieses Bild, unser Fortschritt ist unaufhörlich und das Bild ist 2,05 Meter auf 2,40 Meter in Ölfarben gemalt. Und da ist es so, dass man dann auch sieht, in einem Videobeitrag aus den 80er Jahren, sieht man ihn, wie er dann sich zeichnet. Das heißt, er legt sich auf den Boden und macht diese kleinen Skizzen nach sich und versucht dann die Position einzunehmen und erklärt es aber auch die Figuration nicht hundertprozentig genau. Er improvisiert ziemlich viel. Und während des Studiums war es bei uns auch ziemlich verpönt, Fotografien zu benutzen. Und das macht er auch größtenteils nicht. Was aber eine Sache ist, was er schon macht, ist, oder besser gesagt hat, das ist, dass er einfach auch ein gutes und ein großes visuelles Gedächtnis hatte. Er hat dann in dem Fall, auch wenn jetzt hier ein Fuß ist oder eine Figuration oder ein Bein, ist es so, dass er dann auch sich entweder das angeschaut hat oder aber auch immer wieder improvisieren konnte. Und hier sind dann immer wieder zu den verschiedenen Bildern sind dann diese ganzen Skizzen. Also hier haben wir dieses Monument der Tröstungen. Das ist interessant, wir kommen jetzt zu den ganzen Sachen. Hier baut er das, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, aber die Zeichnungen hier sind jetzt relativ klein abgebildet. Aber dann nimmt er diesen ganzen Block und schaut, wie das als gesamte Form passt. Und das ist super interessant zu sehen, wie er dran feilt und schaut, wie kriegt das raus, wie er dann die Komposition klärt und wie er dann Detailaufnahmen oder Details dann macht. Also das ist richtig, richtig toll. Ich habe auch in der Videobeschreibung, habe ich euch zum
ein paar von den, schau mal wieder, damit es euch nicht ganz langweilig ist, dass ihr die ganze Zeit nur auf den Tisch starren müsst. In der Videobeschreibung ist es so, dass ich euch ein paar Bücher rausgesucht habe. Es ist auch wiederum unglücklicherweise so, dass es nicht mehr so viele, viele Bücher gibt. Also was dann immer auch so eine Sache ist, das kann ich jedem nur nahelegen, was aber auch für mich manchmal auch mein Ruin ist, nämlich justbooks.de, und das ist eine Seite, die sämtliche Online-Antiquariate durchsucht. Ganz schreckliche Seite. Und da ist es so, wenn man auch mal einen vergriffenen Ausstellungskatalog sucht oder sonst irgendwas, findet man das ganz gut. Es ist natürlich so, und das ist das große Problem, wenn dieser Katalog sehr selten ist und vergriffen, dann kann es natürlich sein, dass er schon ziemlich unerschwinglich ist. Andererseits ist es aber so, wenn ich jetzt einen Ausstellungskatalog aus den 90er Jahren oder aus den 2000er Jahren suche, dann kriege ich die manchmal einfach auch für 10 Euro einen Katalog, der damals einfach echt um Vielfaches mehr gekostet hat. Und es ist auch so, weil ich es schon angesprochen habe, der Grützke war auch so, dass wenn er zum Beispiel dann uns mit diesen Reden beglückt hat, war es so, dass er dann immer von der bildenden Kunst zur darstellenden Kunst übergewechselt ist. Und er hatte schon genossen, im Rampenlicht zu stehen. Er hat eben auch diese Pamphlete vorgetragen, bei Ausstellungseröffnungen seine eigenen Reden gehalten. Und er war einer, der mit Worten gut umgehen hat können, hat diese Worte auseinandergenommen, hat sich über deren Bedeutung Gedanken gemacht. Und unter anderem ist es eben so, dass er auch hier ein Theaterstück hat, das heißt Im Watt. Und da ist es so, dass dieses Buch, und da kann ich jetzt nochmal umschalten, das ist wirklich nur ein ganz kleines Büchlein, und das ist vom Merlin Verlag. Das ist ein Verlag, der ihn mit dem Verleger war er über viele Jahrzehnte befreundet, und der Merlin Verlag hat viele seiner Bücher rausgegeben. Das heißt, ich habe das jetzt hier, sieht man wieder, von 96, ich habe das in München gekauft, und das ist jetzt auch so, ich habe jetzt hier das 30. von einer 1000er Auflage. Es gibt nämlich dann, hätte die auch noch mit einer innenliegenden Grafik gegeben, und da ist es so, dass er dieses Stück hat und hat dazu Pastelle gezeichnet. Und es sind hier vier Figuren, die im Schlamm und im Morast sich halten. Ich will jetzt gar nicht groß reingehen. Also man sieht die, wie die einfach im Schlamm und im Kot sind und dann auf eine Leiterin treffen. Und die werden dann, diese vier Figuren werden dann E, D, S und K genannt. Und sie treffen dann auf eine Frauenfigur, der sie in die Brust schießen, und die stellt sich als die Leiterin raus, und das ist nämlich dann der Pfeil, mit dem sie getroffen wurde, ist der Pfeil der Sehnsucht. Und diese Figuren sind alle allegorisch, denn es stellt sich dann raus, dass diese Leiterin diese Initialen dann benennt, und sie nennt sie dann Ernst, Stolz, Kraft und Drang. Und sie beschließen dann eben, aus diesem Watt rauszukommen, indem sie ein Floß bauen, und dieses Floß bauen sie aus verschiedenen Balken und Hölzern, die sie dann finden. Und diese Hölzer, die haben dann wiederum, also in dem Fall diese Balken, haben dann immer einen Namen, wie zum Beispiel Michelangelo, Velázquez, Goethe, Mörike, Guericke, Wagner, Flaubert, Raphael, Canova. Und dann geht es halt weiter. Ihr könnt sehen, Jericho, Tizian. Und dann haben sie dieses Floß fertig und besteigen dieses Floß und segeln dann auf dem Meer des Vergessens und versuchen, also diese verschiedenen Balken, in dem Fall, auf die sie tragen, diese Künstler, dann dem Meer des Vergessens zu entreißen. Also das Gute daran ist auch, dass er da sehr, sehr humorig ist. Und er hat diese Stücke selber auch immer wieder aufgeführt. Also er hat dann diese Reden gehalten. Und ein anderes, weiteres Gebiet, das für ihn auch so, oder in dem Fall groß und für uns alle sehr beeindruckend ist, das ist sein druckgrafisches Werk. Also ich habe hier jetzt einen Katalog, das Werksverzeichnis der Druckgrafik von 1978 bis 98. Und ich habe noch einen anderen Katalog, das ist eben dann bis 78 aus den 60er Jahren. Und ich möchte es nur mal zeigen, es ist echt ein richtiger Bringer, dieses Ding. Und jetzt ist es auch so, dass er nicht wie andere Künstler Motivrecycling gemacht hat. Er ist nicht hergegangen und hat dann seine Gemälde
recycelt und hat dann Drucke herstellen lassen, sondern diese Druckgrafik war total oder war meist eigenständig. Das heißt, er hat dann verschiedene Zyklen gemacht und die werde ich euch dann auch zeigen und anhand eines zeige ich euch dann mal, was er da gemacht hat. Ich will euch hier jetzt nur die Techniken zeigen, weil die werden vielleicht auch kommen. Das hier ist eine Radierung und man nennt diese Technik Schabradierung. Ich werde jetzt nicht groß auf diese Techniken eingehen, das müsstet ihr eigentlich mal googeln, aber vom Prinzip her ist es so, dass er eine Kupferplatte hat, also wenn ihr euch mit Radierung ist so dieser Tiefdruck, das heißt alles, was unten liegt, druckt und somit ist diese Platte, also diese Kupferplatte ist total rau, wie Schleifpapier. Das heißt, wenn man die mit Druckfarbe einschmiert und druckt, ist sie schwarz. Und dann geht er her mit einem Polierstahl und einem Schabeeisen und schabt dann die Helligkeiten raus, um dann Halbtöne zu machen. Diese Technik wurde im Rokoko ziemlich verwendet, wo man dann eben in der Druckgrafik diese weichen Übergänge und eben auch Gemälde kopieren konnte, weil die Radierung in dem Fall diese Halbtöne nicht besonders gut zugelassen hat. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht eine Schraffur verwendet hat. Hier ist es so, dass er eine Schabradierung macht. Und da ist es auch wieder so, dass diese Figuren Menschen, die im Boot sind, die dann von eigenartigen Wesen angegriffen werden und dieses Boot versuchen zu zerlegen. Es ist dann auch teilweise die Figuration ziemlich expressiv. Hier ist es so, das ist eine andere Technik, das ist Offset-Lithografie, nennt er das. Und da ist es so, dass er auf eine schwarze Folie mit einem Schaber reingekratzt hat und hat diese ganzen Linien freigekratzt. Und dann ist es auf eine Metall Litho-Druckplatte gekommen, ist belichtet worden und dann konnte das im Offset-Verfahren, konnten diese Drucke hergestellt werden. Da hat er natürlich Riesenauflagen auch drucken können und das ist eine Technik, die er auch ganz viel verwendet hat. Ich muss da jetzt mal ein bisschen schneller durchgehen. Hier haben wir einen Radierzyklus, der heißt Aus dem Leben des Marquis de Sade. Und hier sieht man den Marquis, der im Gefängnis sitzt und an seinen Schriften feilt. Dieser Marquis hat natürlich als alter Lüstling auch kein Höschen an. Und was auch noch ein besonderes Schmankerl ist, die Person, die er da gezeichnet hat, die ist der Roland Topor. Ein ganz bekannter französischer Karikaturist, der aber auch ziemlich grenzwertig und schrille Sachen, schrille, geschmacklose, ordinäre, wie er es nennen möchte, gemacht hat. Und der Grützke war mit Roland Topor auch befreundet. Und da ist es so, dass er, hier ist es jetzt eine Ätzradierung mit Kaltnadel. Das heißt, ich werde jetzt mal auf die Technik nicht eingehen, weil sonst würde das echt den Rahmen sprengen. Also wen es interessieren sollte, könntet ihr ja natürlich auch, wie man so schön sagt, googeln. Und hier haben wir wieder eine Schabradierung. Und da ist es so, natürlich die Themen sind aufgrund Marquis de Sade natürlich nicht unbedingt knusprig. Was aber auch interessant ist, dass er innerhalb des Zyklus, und das ist alles ein Zyklus, jetzt hier von der Linienradierung zur Mezzotinto, zur Schabradierung kommt und dann aber hier wieder eine Strichradierung macht. Also es ist natürlich auch ziemlich ordinär, indem er jetzt hier die Frau auf den Christus, naja, lassen wir es mal gut sein. Das hier sind Kreidelithografien. Er hatte, das war auch ganz nett, er hat mir dann auch mal die Rutsche gelegt, dass ich dann auch in der Taborpresse in Berlin, Kreuzberg, drucken durfte. Und da habe ich dann auch mit seinen Druckern zusammengearbeitet. Und die haben über Jahrzehnte haben die mit ihm gearbeitet. Und es war einfach so, diese Steine sind von der Taborpresse zum Grützke gekommen. Der Grützke hat sie wieder zurückgeschickt. Also das heißt, es war so, dass er einfach, wenn er was machen wollte, sofort immer dann diese Technik bei der Hand hatte. Weil diese Technik ist so, dass auf einen Solnhofener Schieferstein mit fetthaltiger Kreide gezeichnet wird. Und der Stein ist so leicht granuliert, damit er auch diesen Effekt hat, dass diese Kreide dann ein bisschen so diesen Effekt hat, wie wenn man auf Papier zeichnen würde. Und da ist es jetzt gut, Linolschnitt habe ich mal gemacht, genau. Und da kommen wir dann eigentlich auch dazu, nämlich hier haben wir ein Plakat. Er hat dann auch immer die Plakate für die Erlebnisgeiger gemacht. Das ist jetzt die Erlebnisgeiger und Klavier und Gesang. Im Café Einstein, Kurfürstenstraße 58, am 25.04.1997 um 20 Uhr. Das ist der Gräfe, der Tillmann Lehnert, der Grützke und die Maddalena da Faria.
Und da gibt es dann auch Aufnahmen. Ist ja ganz eine schräge Geschichte. Also jetzt so richtig tonal war das nett, was die Guten gemacht haben. Und auf jeden Fall war es aber so, dass er diese Plakate dann immer gemacht hat und aufgetreten ist mit den Leuten. Und hier haben wir den Hans, na, der heißt er, wie heißt er? Georg Eiser, Elser. Georg Elser, das ist der Hitler-Attentäter. Den hat er gezeichnet, gemalt und auch eine Skulptur gemacht. Und hier haben wir eine Kreidelithografie, wo er dann der Grauton, also ein Plattenton, wurde dann mit einer Linolplatte gedruckt. Das kann man hier beim Hemd ganz gut sehen. Das heißt, nicht nur diese Strahlen, die er hat, wo er ihn, den Elser, als Heiligen darstellt. Das ist so eine Sache. Und man kann natürlich auch sehen, wenn ich euer Auge da mal hinlenken darf, wie wunderbar hier diese Verkürzung dieser Hände gezeichnet ist. Also er ist absolut ein brillanter Zeichner. Und wenn ihr jetzt seht, das ist jetzt eine Lithografie, da ist es so, da kann man jetzt nicht wirklich radieren, wie sicher sein Strich ist. Das hat man auch in dem Skizzenkatalog auch gesehen. Also, und das ist natürlich schon sehr beeindruckend. Dann hat er noch irgendwie verschiedenste Zyklen gemacht. Also es ist schon sehr beeindruckend, dieses Werk. Also da ist es schon echt super, super toll. Und mein Stapel, ich habe es gewusst, mein Stapel hinter meinem Schreibtisch ist jetzt umgestürzt mit den ganzen Büchern. Ich habe so viele. Natürlich ganz unbescheiden, und ich glaube, das habe ich auch vom Grütz gelernt, weil er hat immer gesagt, ja, um mich als gutes Beispiel zu nehmen, und da komme ich jetzt auch nicht umhin, mich immer wieder mal ins Feld zu führen. Und in dem Fall ist es natürlich so, wir haben hier den Radierungszyklus, Johannes Grützke aus dem Leben Richard Wagners. Und dadurch, dass ich in Bayreuth geboren bin, habe ich natürlich eine Verwandtschaft zu diesem Thema. Und ich muss mal mein Glas beiseite schieben. Und da ist es auch so. Also wir haben hier wieder den Merlin Verlag. Und der Merlin Verlag hat immer auch seine Bücher rausgebracht. Und hier ist es so, der Peter Babnewski hat da den Text geschrieben. Und hier habe ich eben auch das Exemplar 352 von 500 mit der Originalsignatur von Jean de Grütz, wie er sich so schön manchmal genannt hat. Und da ist es so, dass er Radierungen hergestellt hat mit einem Bild und dann einfach einen Text. Und er ist aber auch jetzt nicht hergegangen und hat das Leben Wagners illustriert, sondern er hat dann so bestimmte Gegebenheiten genommen und hat sie dann wiederum so grützgemäßig zu sich hingebogen. In dem Fall ist es so, dass er zum Beispiel... Der Text jetzt so heißt hier, Richard Wagner hatte die sterblichen Überreste Karl Maria von Webers von London nach Dresden überführen lassen und hielt nun am Grabe eine Trauerrede, wobei er seinen eigenen Worten eine Weile stumm nachlauschte. Also hier haben wir den Karl Maria von Weber und den jungen Wagner. Es ist dann ganz, ganz lustig, weil hier haben wir das dann so, dass er dann am Lohengrin komponiert. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen. Hier haben wir jetzt den Franz Liszt. Und den Wagner, es ist natürlich auch sehr humorig, wie er jetzt mit so Figuren umgeht, die ja natürlich schon auch ziemlich hoch auf dem Sockel stehen, indem er den Wagner so als Gnom darstellt, als Streihals. Wir haben hier den Liszt, der voller Ekstase am Klavier sitzt. Und hier ist es so, Uraufführung des ersten Aktes der Walküre im Züricher Hotel Bau-Rolac mit dem Gesang Richard Wagners. Am Klavier Franz Liszt, der gerade seinen 55. Geburtstag hat. 22.10.1856. Es ist auch so, hier haben wir zum Beispiel den Hans von Bülow und hier haben wir die Cosima von Bülow, die dann später den Wagner ehelichen wird, aber zuvor natürlich ihren Ehemann, den Hans von Bülow, betrügen wird. Aber wie gesagt, ich schweife ab. Was natürlich auch noch lustig ist, hier ist er ziemlich, wie man schon sieht, brotlos und steht hier vor dem Bild von Ludwig II, der dann natürlich auch sein großer Mäzen werden wird. Es ist auch ziemlich lustig, dieses Bild. Hier heißt es, Richard Wagner komponiert und Cosima zeigt ihm ihren Leib mit Isolde, dem ersten gemeinsamen Kind, darin, um ihn zu inspirieren. 1865. Hier haben wir den Friedrich Nietzsche und die Malvida von Meisenburg. Im Haus der Freundin Malvida von Meisenburg in Sorrent traf Richard Wagner 1876 seinen Friedrich Nietzsche zum ersten Mal. Was lustig ist, ist natürlich auch, der Nietzsche, der irgendwie relativ selbstbewusst da sitzt. Und hier haben wir den Wagner, der die Hand zwischen seinen Beinen klemmt. Und der Grützke ist
weiß natürlich mit Körpersprache umzugehen. In seinen ganzen Bildern geht es um die Körpersprache. Und durch diese Körperlichkeit kann er einfach auch so viel ausdrücken. Hier haben wir ein Bild, das auch die Geschichte, die total fiktiv ist. Denn als Richard Wagner am 13. Februar 1883 in Venedig gestorben war und sein Leichnam nach Bayreuth überführt wurde, war der gleichalte Giuseppe Verdi und viele andere im Trauerzug. Stimmt natürlich nicht, aber es macht ein gutes Bild. Und es ist auch so, also für diejenigen, die Musik gern haben, ist es so, dass das Tolle ist, dass der Verdi nach dem Tod Wagners dann Opern geschrieben hat, die dann so waren, dass er auch das Bel Canto sehr stark verlassen hat. Das waren in dem Fall Othello und Falstaff, wo er dann Teile, wie soll ich sagen, auch Elemente genommen hat, dass zum Beispiel die Tenöre in diesen Opern dann nimmer diese Bel Canto-Tenöre waren, sondern Heldentenöre. So. Wir nähern uns dem Ende. Mein Stapel da unten ist umgekippt. Und ja, es ist so, dass ich jetzt abschließend vielleicht auch noch eine kleine Anekdote zum Besten geben kann, weil es ist auch so, dass er, weil ich das schon angesprochen habe, er war, was ich jetzt auch gezeigt habe, er hat Skulpturen gemacht, er hat mit Majolika gearbeitet, hat Majolika-Relief gemacht in Karlsruhe. Eben, ihr habt die Grafik gesehen, ihr habt die Zeichnungen gesehen, ihr habt die Malerei gesehen, die Pastelle. Und es ist auch so, dass er dann zum Teil hat er sogar in, dadurch, dass er wahrscheinlich in Berlin gewohnt hat und unheimlich viele Leute gekannt hat, war es so, dass er sogar im Kientop aufgetaucht ist. Also das heißt, er hat im Otto Walkes Film mitgespielt. Otto, der Film, da ist er drin. Und ich weiß gar nicht, was er da spielt. Bin mir gar nicht mehr sicher. Er spielt aber auch, ich weiß nicht, ob irgendjemand den kennt, in Der flambierten Frau mit der Gudrun Landgräbe und Mathieu Carrière spielt er dann mit. Und also er hat dann sogar in einigen Filmen mitgespielt und es ist wirklich beeindruckend, was er alles gemacht hat und was er, was für ein wunderbares Werk er auf die Beine gestellt hat. Und daher ist es, finde ich, jetzt fast ein bisschen schade, dass er so dann und ja, so wenig im Bewusstsein ist. Das wollen wir mal dahingestellt lassen. Nur abschließend will ich noch eine nette Anekdote erzählen, denn es war so, dass es so war, dass während des Semesters war es dann so, dass er, dass ich habe mein Studium mehr verdienen müssen, also ich habe nebenbei gejobbt und da war es einfach so, dass ich andauernd in der Akademie rumhängen konnte. So war es dann so, dass ich dann einmal im Semester ungefähr meine Bilder gezeigt habe und da war es dann so, dass dann der Grützke entweder zu mir ins Atelier kam oder ich habe ihn abgeholt und dann war es so, dass ich dann ein Kelleratelier hatte ohne natürliches Licht. Ich habe auch nur die Fenster alle dicht gemacht. Ich hatte dann so 500 Watt Glühbirnen. Also es war wirklich ziemlich düster, dieses Atelier. Und er hat in der Günzelstraße in Berlin, hat er einfach so ein traumhaftes Künstler, es war so eine Alt-Berliner Wohnung mit einem Künstlerdach-Atelier, das, keine Ahnung, 6 Meter groß, hoch war und perfektes Licht. Und da war es so, dass er dann bei mir drunten war, hat meine Bilder immer angeschaut und dann war es in der Regel so, dass wir dann auch danach was essen gegangen sind. Aber auf jeden Fall war es so, dass er dann da saß und sich so umgeschaut hat und vor Begeisterung geglüht hat und hat gesagt, ja, Herr Nützel, ich finde es so wunderbar, hier so in die Bohème zu kommen. Und ich so, Herr Grützke, wie meinst du das, Bohème? Und so, ja, Nützel, wissen Sie nicht, was die Bohème ist? Aber ich gesagt, ja, ich weiß schon, was die Bohème ist. Nur, was meinen Sie jetzt hier mit meinem Atelier? Naja, so diese Farben und diese Pinsel und diese Leinwände. Und ich so, Herr Grützke, schaut es bei Ihnen im Atelier nicht genauso aus? Da sagt er, ja doch, nur viel luxuriöser. Und das war dann auch so, dass er aber echt wirklich so ein toller Typ war, dass wir dann eben danach, dann sind wir essen gegangen, wir haben dann immer die Speisekarte rauf und runter gegessen. Er war dann auch so großzügig, weil er auch ob unsere Bedürftigkeit wusste und somit uns auch manchmal, wenn wir auf Klassenfahrt waren, die ganze Klasse freigehalten hat. War es so, dass es dann in der Regel so war, dass er einen eingeladen hat. Und wir sind immer in ein Lokal gegangen, das bei ihm in der Nähe war, wo er einfach zu Fuß nach Hause gehen konnte. Und damals hatte ich kein Auto und da war es dann so, dann standen wir dann vor dem Lokal, nachdem wir dann irgendwie einmal alles gegessen hatten und getrunken. Und er stand dann so vor mir und hat gesagt, Herr Nützel, weil ich dann in die Südstadt musste, in Nürnberg, hat gesagt, Nützel,
darf ich Ihnen ein Taxi spendieren? Dann hat er mal 20 Mark in die Hand gedrückt und mich meines Weges geschickt. Und so ist es auch so, dass ich muss jetzt weiter noch ein bisschen Anekdoten erzählen. Es war dann so, dass ich den Kontakt auch zu ihm gehalten habe, nachdem ich fertig war mit dem Studium. Ich bin dann auch mal auf Studienfahrt mitgefahren nach Madrid, wo wir gemeinsam im Sorolla-Museum waren. Was vielleicht auch noch ein Thema dieses Streams mal werden kann, nämlich der Joaquín Sorolla, ein Maler, den ich sehr schätze. Da waren wir dann im Museum und da war es dann wirklich auch toll, weil er ihn gar nicht kannte und ich habe ihn da mit reingezerrt, das war echt super. Und da war es dann so, dass ich dann, wenn ich in Berlin war, haben wir uns dann auch getroffen, sind dann auch immer essen gegangen und er war da auch so, dass er super zuverlässig war, wenn du ihn angerufen hast, ist er zwar nicht ans Telefon gegangen, aber er hat dann auch immer sofort zurückgerufen. Und da war es eben so, dass es eigentlich auch so eine Sache war, dass er da auch die Leute, die bei uns in der Klasse waren, die Malerei betrieben haben, das war einfach auch so diese Verbindung, die wir hatten und auch diese Ernsthaftigkeit unserer Sache. Und das ist eigentlich auch etwas, was er uns vermittelt hat, die Wichtigkeit unseres Tuns. Dass die Malerei nicht nur irgendwas ist, was man hobbymäßig nebenbei macht. Das ist was mein Leben beeinflusst, was mein Leben bestimmt und was auch mein Leben reflektiert. Und ich reflektiere aktiv und passiv mein Leben da drin. Und über diese Wichtigkeit dessen, das hat er uns auf jeden Fall vermittelt. Somit hoffe ich, dass ich euch dann den Jean de Grütz, den guten alten Johannes Grützke, nahegebracht habe. Und es ist so, dass ich auch unten in die Beschreibung eben ein paar Kataloge reingegeben habe. Könnt ihr mal schauen, vielleicht interessiert euch das eine oder das andere oder ihr sucht dann einfach mal irgendwie antiquarisch nach den Sachen. Ich danke euch wiederum für eure Aufmerksamkeit. Und damit ich auch wiederum euch dann ein bisschen anheize, möchte ich euch gleich verraten, wer denn in 2 Wochen am 15.05. als nächstes dann vorgestellt wird. Er steht schon hinter mir. In dem Fall ein Maler, der Wilhelm Hammerscheu heißt. Habe ich es abgedeckt? Nee, das ist so immer, wenn man es nicht sieht und so. Und da möchte ich euch dann darauf hinweisen, das ist ein Maler, der wirklich so beeindruckend ist. Ein dänischer Maler zum Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, der Interieurs gemacht hat. Wirklich total beeindruckend und interessanterweise nicht ganz so bekannt, wobei ich aber einen Katalog habe aus der Hypo Kunsthalle in München, wo ich dann auch bei einer großen Ausstellung war und die Originale gesehen habe. Das war natürlich schon sehr beeindruckend. Also freut euch drauf, in 2 Wochen Wilhelm Hammerscheu. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Film. Vielleicht Mittwoch das Webinar oder dann wieder in 2 Wochen hier die Künstlervorstellung. Servus.